Schon am ersten Tag viel los für die Bayern im Trainingslager in Trentino. Die Ankunft gegen Mittag im Hotel Lido Palace. Trainer Pep Guardiola und die Spieler genossen die ersten Minuten nach dem Eintreffen in Riva del Garda auf der Terrasse des Hotels mit wunderschönem Blick auf den Gardasee und die Berge. Für Pep Guardiola stand dann kurz darauf seine zweite Pressekonferenz als Bayern-Coach auf dem Programm. Im direkt neben dem Hotel liegenden Kongresszentrum horchten zahlreiche Journalisten den Ausführungen des neuen Trainers. Sie müssen sich näher kennenlernen. Das gab Guardiola für sich und sein Team für die kommenden Tage als Ziel aus. Gegen 18 Uhr dann die erste Trainingseinheit im benachbarten Arco. Pep Guardiola spricht viel mit den Spielern, die bei sommerlichen Temperaturen im Trainingslager zum ersten Mal ins Schwitzen kamen. Das Highlight des ersten Tages, die Vorstellung der Mannschaft in Riva del Garda. Das Team kam per Schiff und ließ sich von den zahlreichen Fans feiern. Mit dabei auch der langzeitverletzte Holger Badstuber sowie Neuzugang Mario Götze, der bei seiner Vorstellung am Dienstag in München mit einem Nike-T-Shirt für ordentlich Wirbel sorgte. Bei der Präsentation der Mannschaft am Gardasee trug Götze zwar Nike-Schuhe, doch ansonsten stimmte der Bayern-Look. Der erste Tag für die Bayern im Trainingslager. Kurz nach 22 Uhr legte das Team wieder ab Richtung Mannschaftshotel.